Frank Lehmann, der ARD-Börsenexperte. Einer, der es versteht, Wirtschaft und Börse zur leichten Kost zu machen. So sah er aus, mein täglicher Gang zum Job an die Frankfurter Börse. Auch heute zieht mich's oft hierher, um bei den Finanzprofis nur zu schnuppern. Wie tickt sie denn, die Börse? Die Sendung Börse vor 8 gibt's seit 13 Jahren. Es war nicht einfach, die ARD-Oberen davon zu überzeugen, wie wichtig Finanzinformationen sind. Für die Wirtschaft, für den Verbraucher, für den Anleger. Geld regiert halt doch die Welt. Es hat sich aber leider kaum etwas geändert. Viele Zeitgenossen sind in Finanzdingen ahnungslos, kaum informiert, auch weil das Börsengeschehen ihnen viel zu komplex und undurchschaubar erscheint. Und man sich daher nicht drum kümmert. Motto, mach doch meinen Berater und ich lass mein Geld arbeiten. Falsch. Geld war noch nie ein Selbstläufer, hat noch nie selbst gearbeitet. In so unruhigen Zeiten wie heute gilt mehr denn je, sich erstens umfassend informieren und zweitens sein Geld breit streuen, diversifizieren, sagt der Profi dazu. Sachwerte haben auf der langen Zeitachse immer gute Renditen gebracht. Immobilien, Rohstoffe, darunter auch Gold und besonders aber Aktien, also Beteiligungen an Unternehmen. Bitte in Qualitätstitel investieren, die zahlen zum Teil üppige Dividenden und die wiederum sind wichtig und dann erst die Kursgewinne. Kurzum, für renditehungrige Investoren sind Aktien die beste Anlageklasse, sag ich. Anders als reine Geldprodukte, die nur vom Zins abhängen. Sie sind die Verlierer, bescheren dem Sparer derzeit Verluste. Also, wer so fürs Alter nur spart, der wird bestraft. Leider. Übrigens, viele sagen, auch Experten, mit zunehmendem Alter die Aktienquote verringern. Warum denn? Womöglich dann verkaufen, wenn die Kurse mal im Keller sind? Nein, halten. Und von mir aus die Erben weitermachen lassen. Warum nicht? Bitte bedenken, mit warmen Händen schenken. Gut, Sie werden sagen, der hat gut reden, ist als pensionierter Journalist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen fein raus. Ja, zugegeben, ich habe neben der staatlichen auch eine gute betriebliche Rente, aber die kann jeder haben. Man muss den Arbeitgeber nur dazu auffordern, wenn er sie nicht anbietet. Die Betriebsrente im Gegensatz zu anderen Ländern bei uns leider ein wenig beachtetes, aber sehr wichtiges Standbein der Altersvorsorge. Wichtig ist doch, den heutigen Lebensstandard auch im Alter sicherzustellen. Dazu gehört ab sofort mehr Risiko. Für viele Anleger bisher ein Fremdwort. Sich auf die gesetzliche Rente nur verlassen, vergessen Sie es. Und regelmäßig was vom Netto abzwacken und für die Rente ansparen. Geldanlage ist harte Arbeit. Aber sie lohnt sich langfristig. Und jetzt noch ein Tipp von mir. Das Geld nicht nur aufteilen auf verschiedene Anlageklassen, also von Anleihen, Aktien, Festgeld, sondern auch international streuen. Der Deutsche ist in der Geldanlage furchtbar heimatverbunden, nichts dagegen. Nur die Musik von morgen und übermorgen, die spielt in neuen Zentren, neuen Kraftzentren und die sind in Asien. Da muss man mit kleinem oder großem Geld dabei sein, die Chancen von dort nutzen, also Grenzen sprengen in jeder Hinsicht. Jetzt liegt es an Ihnen, aus Ihrem Geld mehr zu machen. Nutzen Sie die Beratungskompetenz der Hypo-Vereinsbank, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.